Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen, meine Herren, zur heutigen Pressekonferenz. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass Anke Domscheit-Berg bei den kommenden Bundestagswahlen für die Linke kandidieren wird. Sie wird von den Kreisvorständen des Wahlkreises 60, dazu zählt das Havelland, die Stadt Brandenburg, Potsdam-Mittelmark, Wahlkreis 1 und Teltow-Fleming 1 als Direktkandidatin vorgeschlagen. Anke Domscheit-Berg ist Brandenburgerin. Sie ist im Westhavelland geboren und ist, und ich glaube, das hat auch schon die Vorberichterstattung gezeigt, über Brandenburg hinaus eine bekannte Persönlichkeit. Sie gilt als profunde Kennerin internationaler Zusammenhänge im Zusammenhang mit den Wirtschaftsbeziehungen und hat sich auch sehr klar für die Gleichstellung von Frauen in führenden Wirtschaftspositionen ausgesprochen. Sie hat sich ja einen Namen gemacht als Mitbegründerin des Netzwerkes Government 2.0, Netzwerk Deutschland, wo natürlich gerade die Frage von Öffnung und Transparenz von Regierung gegenüber der Zivilgesellschaft in den letzten Jahren das große Thema deutlich an Drive hier bekommen hat. Und ist auch kein Geheimnis, sie gilt als Pazifistin, sie lehnt Militäreinsätze der Bundeswehr kategorisch ab und hat sich auch positioniert zu dem großen Thema Rüstungsexporte. Ja, Anke Domscheit-Berg steht für die Linke für das große Thema soziale Gerechtigkeit und für das unverhandelbare Grundrecht auf Asyl. Und deshalb ist sie auch als aktive Kämpferin und Demokratin im Kampf gegen die AfD bekannt. Und insofern freuen wir uns als Linke auf eine gute Zusammenarbeit, auf dann einen spannenden Wahlkampf. Und sie wird auch eine Bereicherung für uns Linke darstellen. Ja, vielen Dank, das vielleicht als erstes Statement. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Kandidatur. Für Sie und auch für mich ist sicherlich die entscheidendste Frage: Warum möchte ich für die Linke in den Bundestag einziehen? Ich habe mir das gründlich und auch eine längere Zeit überlegt, nachdem die erste Anfrage kam. Und es gibt für mich tatsächlich mehrere Gründe, warum das für mich die richtige Entscheidung genau jetzt ist. Der erste Grund ist, dass ich tatsächlich finde, dass die soziale Frage die brennendste Frage unserer Zeit ist, und zwar sowohl auf einer regionalen Perspektive, also wenn man sich Deutschland anguckt, aber ich sehe das auch in einem globalen Kontext. Ich glaube, viele andere Fragen, ob das jetzt Flüchtlingskrisen sind, ob das Probleme mit der Erderwärmung sind, ob das aber auch das Erstarken rechtsnationaler Kräfte zum Beispiel überall in Europa ist. Wir haben ja nicht nur die AfD in Deutschland. Wir sehen uns in einer Situation, wo ein Rechtsnationaler vielleicht Bundespräsident Österreichs, unseres Nachbarlandes wird. Wir sehen, was in Polen los ist und so weiter und so fort. Also hier gibt es eine Entwicklung und ich glaube, alles das hat auch mit der steigenden sozialen Ungleichheit auf der Welt zu tun. Für mich ist das eine brennende Frage. Ich finde es ehrlich gesagt unerträglich, dass das reichste Land Europas so ein hohes Maß an Kinderarmut hat, dass allein in Berlin jedes dritte Kind von Hartz IV leben muss, dass wir auch Altersarmut immer größer als Problem sehen werden. Jeder zweite Rentner, jede zweite Rentnerin, das haben wir ja gerade erst in den letzten Wochen gehört, wird wahrscheinlich von Zusatzhilfe abhängen. Selbst Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Die ärmste demografische Gruppe in Deutschland sind Alleinerziehende. 90% von denen sind Frauen. Und auch das ändert sich seit vielen Jahren überhaupt nicht. Und ich finde, das sind Dinge, die kann man eigentlich nicht hinnehmen und die werden viel zu selten debattiert. Also Parteien, die sozial im Namen tragen, sind es für mich in der Form jedenfalls schon länger nicht mehr. Bildung hängt bei uns von Herkunft ab, am meisten in ganz Europa und da sind wir auch eines der schlechtesten Länder in der ganzen Welt. Das würde ich gerne verändern. Ich habe auch tatsächlich mehr Angst vor rechts als vor irgendwas anderem. Ich grusel mich, wenn mein Vater erzählt, was er selbst noch erlebt hat. Der ist jetzt 81. Der sagt auch, er weiß gar nicht, wo die Leute die Sicherheit nehmen, dass die Demokratie uns erhalten bleibt. Wir haben zwar heute den Geburtstag des Grundgesetzes,
Aber woher kommt denn das Selbstverständnis, dass Demokratie, wenn man sie einmal erkämpft hat, dass die bleibt? Mein Vater sagt, in seinem Leben hat er zwei unterschiedliche Systeme erlebt, die für ihn nicht demokratisch waren. Die kürzeste Zeit seines Lebens hat er in einer Demokratie gelebt. Und er sagt, jetzt fühlt sich das wieder an wie früher. Und da ist der Zeitpunkt, wo man wie 88, 89 sich bekennen muss, wo man sich hinstellen muss und zu irgendeiner Seite sich positionieren muss. Und das ist für mich der Zeitpunkt, wo ich mich hinstelle und sage, ich bin links. Ich will nicht zugucken, wie unser Land rechts wird. Ich will nicht zugucken, wie Rassismus wieder aufsteigt. Und das ist ja schon der Fall. Wir haben Gewaltexzesse, wir haben riesengroße Demonstrationen, wo Menschen gegen Flüchtlinge, die vor Not, Armut, Krieg und Terror fliehen, auf die Straße ziehen. Wir haben Parteien, die in ihr Programm reinschreiben und viele Prozente in Wahlen bereits erreichen, die Religionsfreiheit abschaffen wollen, faktisch, weil alle Religionen sollen frei sein, nur der Islam nicht. Und das hat natürlich nichts mit dem Grundgesetz mehr zu tun. Also das ist für mich ein Punkt, wo ich mich positionieren muss einfach, weil ich nicht anders kann. Ich glaube aber auch, dass ich der linken Partei Kompetenzen mitbringen kann, die dort noch zu wenig sind. Es gibt ja viele Menschen, die sich da schon für soziale Gerechtigkeit und so weiter einsetzen. Ich glaube aber, dass meine speziellen Kompetenzen im Bereich digitale Revolution, überhaupt Internetgesellschaft, was das an Potenzialen bringt, dass das noch ein Bereich ist, wo die Linke nicht stark genug aufgestellt ist. Und da würde ich gerne dazu beitragen, das zu verändern. Ich glaube, dass wir mit der digitalen Revolution eine einmalige Chance haben, die Welt gerechter und sogar demokratischer zu machen. Ich sehe, dass wir sowas wie eine Demokratisierung an Produktionsmitteln in Aussicht haben, allein durch Technologien wie den 3D-Druck. Es werden Monopole großer Unternehmen brechbar, die vorher durch schiere Geldmacht oder Konzernmacht nicht brechbar waren. Das wird heute wieder möglich. Wir sehen aber auch, dass in einer digitalen Gesellschaft, die so unreguliert abläuft wie jetzt, eher ein Erstarken von Monopolen zu sehen ist. Und ich frage mich, warum man Monopolgesetze, die für die analoge Welt gelten, in der virtuellen Welt überhaupt nicht debattiert. Warum sagt man denn in der deutschen Politik, wie schade, dass es kein deutsches Google gibt? Wieso findet niemand richtig schlimm, dass es überhaupt ein Google gibt? Welches Unternehmen kann vor Machtmissbrauch sicher sein, wenn es 1 Milliarde Kunden hat oder mehr wie Facebook? Also die Manipulationsmöglichkeiten, die da gegeben sind, die Missbrauchsmöglichkeiten, die sind für mich real, die sind für mich auch demokratiegefährdend. Und ich glaube, dass man auf diese Gefahren ebenso wie die Potenziale gar nicht genug hinweisen kann. Wir müssen Politik viel mehr darauf einrichten, dass diese positiven Möglichkeiten eine Chance bekommen. Dazu brauchen wir richtiges Breitband, echte Glasfaser und zwar überall und für alle. Das werden die Monopole in Deutschland auch nicht hinkriegen, schon gar nicht, wenn sie Subventionen von der Bundesregierung erhalten, die Klingeldraht subventioniert, also versucht mit Kupferdraht irgendwas hinzukriegen. Das ist keine Zukunftspolitik. Wir brauchen ein anderes Bildungssystem, nicht nur in der Schule, sondern wenn ein sehr großer Anteil und Experten reden von weit über 30% der Kernkompetenzen für heutige Berufe in nur 10 Jahren ganz andere sein werden, dann reden wir nicht nur von einer anderen Schulbildung. Wir reden auch von einem anderen lebenslangen Lernen. Wir brauchen Angebote dafür. Da können wir auch nicht darauf warten, dass Unternehmen sich irgendetwas ausdenken, sondern als Gesellschaft müssen wir uns insgesamt damit befassen. Es werden aber nicht nur Qualifikationsanforderungen andere sein. Es werden auch, und manche zweifeln das an, ich tue das nicht, es werden Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen. Roboter, künstliche Intelligenz, 3D-Druck, völlig neue Technologien, die es gibt, werden dazu führen, dass möglicherweise bis zu jeder zweite Arbeitsplatz in den nächsten Jahrzehnten wegfällt. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, was wir für Antworten darauf haben. Das kann nicht Hartz IV sein. Das ist eine würdelose Lösung für dieses Problem. Und es ist nicht so, als hätten wir nicht genug Arbeit. Es werden jetzt schon doppelt so viele Stunden unbezahlt Arbeit geleistet in Deutschland wie bezahlt. Wir brauchen also einfach nur andere soziale Systeme, die die Würde des Menschen sicherstellen in einer Gesellschaft, wo nicht mehr jeder eine bezahlte Erwerbstätigkeit haben kann.
Ich weiß, das Thema ist bei den Linken noch umstritten, aber ich bin eine ausgesprochene Befürworterin von Konzepten wie dem bedingungslosen Grundeinkommen und würde mich auch für diese Thematik stark machen. Last but not least würde ich gerne mit der Linken in den Bundestag ziehen, weil sie in Themen, die mir sehr wichtig sind, mir die konsequenteste Partei erscheint. Das ist einmal die Flüchtlingsfrage, da nicht von Obergrenzen zu reden oder vom Outsourcen des Problems und Milliarden von Euro in ein höchst undemokratisches Land zu schicken, wo man 3 Meter hohe Mauern baut, im Moment zwischen der Türkei und Syrien, wo man sogar Selbstschussanlagen diskutiert, ernsthaft in der Türkei. Und gerade als ehemalige DDR-Bürgerin finde ich das unerträglich, mit so einem Land dann noch diese Art von Gesprächen zu führen. Wir haben, mein Mann und ich, seit September sehr viele Flüchtlinge immer wieder bei uns im Haus zu Gast gehabt. Im Moment wohnt da eine 6-köpfige Familie aus Syrien. Viele dieser Flüchtlinge haben mir aus ihrer Flucht und aus dem Leben unterwegs auch in der Türkei erzählt. Ich kenne also einen Fall persönlich von einem Mann, der ein Jahr lang schlechtest bezahlt in der Türkei gearbeitet hat. Der hat über 12 Stunden, meine ich, waren es, jeden Tag nur Hemden gebügelt, 12 Monate lang, Montag bis Sonntag, ohne einen einzigen freien Tag. Das ist auch einer der Gründe, warum Erdogan Interesse daran hat, Flüchtlinge zu bekommen, nicht nur als Erpressungsmethode, sondern auch, weil sie dafür unwürdige, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse begründen können. Ich weiß auch von Flüchtlingen, die in diesen Booten gesessen haben, dass Boote mit Kindern drin auf dem Weg von der Türkei nach Lesbos von der türkischen Militärpolizei versenkt worden sind. Die sind inklusive Kinder in Militärgefängnissen gelandet, mindestens für 24 Stunden. Die Kinder haben nicht mal Wasser bekommen. Und das ist für mich keine Lösung der Flüchtlingsfrage, diese Art von Kooperation zu fördern. Und da sind die Linken anders drauf. Genau wie im Themenfeld Pazifismus wurde schon gesagt, ich bin ausgesprochene Pazifistin. Meine Eltern sind beide Kriegskinder. Die haben mich also sehr pazifistisch erzogen. Krieg ist keine Lösung, nie gewesen. Und ich sehe auch keine in diesem Feld. Ich bin daher auch für einen absoluten Stopp von Waffenexporten und da sehe ich auch keine andere Partei, die so konsequent ist. Außerdem, ich hatte als oppositionelle Studentin in der DDR selbst sehr unangenehme Erfahrungen mit der Stasi gesammelt. Ich war aktiv für die Opposition. Die Stasi wollte mich erpressen mit diversen Informationen aus meinem privaten Umfeld für sie als EM gegen meine eigenen Kommilitonen zu spitzeln. Ich habe das nicht gemacht. Aus dieser Zeit aber eine sehr große Sensibilität zum Thema Überwachung mitgebracht, heute noch. Und ich finde es daher unerträglich, dass wir eine Regierung haben, die Massenüberwachung nicht nur toleriert, sondern auch selber dafür Geld in die Hand nimmt, die eigenen Geheimdienste nicht ausreichend kontrolliert, mehrere Millionen genehmigt, dass der BND auch soziale Netze ausforschen kann. Und es ist tatsächlich so, dass die Linke die einzige Partei im Bundestag ist, die alle inzwischen für verfassungswidrig erklärten Überwachungsgesetze abgelehnt hat. Das kann man für keine andere Partei sagen, weder für die Liberalen noch für die Grünen und schon gar nicht für die SPD, die 80% dieser Gesetze durchgewunken hat. Wenn das klappt und ich in den Bundestag einziehe, möchte ich auch anders Politik machen. Es ist ja bekannt, dass ich auch bei den Piraten war. Alle diese Themen habe ich dort in gleicher Weise vertreten. Ich stehe aber auch für das Thema Open Government, schon seit sehr langer Zeit. Ich habe auch den Verein Demokratie Plus gegründet, aus dem Grund, dass ich glaube, dass wir wirklich, und vielleicht ist auch das ein Grund für das Erstarken von Kräften wie der AfD, ein Vertrauensproblem haben, also eine wirkliche Vertrauenskrise zwischen Volk und Politik. Und ich glaube, das wirksamste Mittel dagegen ist nicht nur integer zu sein als Einzelperson, sondern transparent Politik zu machen. Als einzelne Abgeordnete, und da kann ich jetzt schon ankündigen, ich werde gläserne Abgeordnete sein. Meine Lobbytermine, meine Nebeneinkünfte, alles über meine Arbeit wird im Internet einsehbar sein. Ich möchte aber auch dafür kämpfen, dass Politik und Verwaltung insgesamt offener, transparenter und partizipativer werden. Ich finde es schon im Abgeordnetenbereich unvorstellbar, dass Abgeordnete für TTIP-Verträge stimmen sollen, die sie nie im Detail gelesen haben und nie mit Experten auswerten konnten. Das ist für mich keine seriöse Politik. Ich möchte aber auch, dass Entscheidungen, wenn sie einmal gefällt worden sind, ob das Verträge sind der öffentlichen Hand, Subventionen, alles dieser Sachen, das finde ich, hat man als Wählerin und Wähler, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ein Recht darauf, das auch
wiederzufinden. Im Internet sich angucken zu können, durchsuchen zu können, das gibt es schon in anderen Ländern und das ist die beste Waffe gegen Korruption und ein wirksamer Mechanismus für mehr Vertrauen in die Politik und da ist wirklich noch viel zu tun. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben die Ausführungen unserer Kandidatin gehört. Wir haben im Vorfeld mit den Kreisvorsitzenden im Wahlkreis 60 mit ihr mehrfach schon beraten. Wir haben im Vorfeld auch mit den BO-Vorsitzenden, das sind die kleinste Organisationsstruktur unserer Partei, beraten und mit den Vorständen. Ich kann sagen oder will es auf einen Punkt bringen, Anke Donscheib-Berg ist für uns ein Glücksfall. Sie wissen sicher, der Wahlkreis 60 wird vertreten zum Beispiel durch den Bundestagsabgeordneten und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Die Vorgängerin war Diana Golze, jetzige Ministerin, hatte es schon mal geschafft, bis auf 1,5% an Herrn Steinmeier heranzukommen. Bei der letzten Wahl, das war dann ein bisschen ungünstig, hat Herr Steinmeier mit unter 300 Stimmen diese Wahl gerade so gewonnen. Und wir denken, dass wir mit dieser Kandidatin die Chance haben, endlich mal einen Politikwechsel auch im Direktmandat im Wahlkreis 60 herbeizuführen. Soweit erstmal.